temperature it is. It is cold now. It's cold. Welcome. The mic kind of elbow now, but poor man looking out. Yeah. Das ist also dein Schrank, Dennis? Ja, auch ruhig. Das ist meine. Alles da. Schön aufgeräumt. Gibt es jemanden, der sich darum kümmert, oder müsst ihr das selber mal dafür sorgen, dass es aufgeräumt ist? Ich mag es eigentlich, wenn ich es selber aufräume. Kann ich verstehen. Aber? Nee, wenn du aber eine Mess machst, dann wird die auch hinterher aufgeräumt. Nice. Ist ein Service hier. Echt, echt nice. Was geht, Leute? Wir sind jetzt in der Facility. Ich habe gerade ein bisschen geworfen, war dann kurz im Fitnessraum und jetzt kurz Fahrrad fahren, ein bisschen ausfahren. Danach zeigen wir euch später den Spa-Raum mit Cold Tub und Hot Tub und den Treatment-Raum auch. Und dann wollten wir euch noch die Küche zeigen, wo halt vieles gekocht wird für die Spieler und für die Organisation. Auch auf einem sehr, sehr guten Level. Und ja, dann dusche ich und dann fahren wir auch wieder nach Hause. Es geht hier. Ich wollte euch noch mal ein bisschen zeigen von der Facility. Hier ist ein paar Büroräume für die ganzen Trainer. Auch offene ein paar. Hier ist kompletter Treatmentraum. Hier werden die getaped. Behandlung gemacht. Gucken wir eigentlich mal unser Spiel. Unsere Spieler, die wir gespielt haben. Hier haben wir Eis, Getränke, alles, was das Herz begehrt. Kältebecken, Whirlpool und wenn du ein paar Runden schwimmen willst, Jay. Du weißt, ich habe meinen Freischwimmer nicht abgeschlossen. Ja, aber wir haben alles hier, es ist echt krass. Meine Beine sind ein bisschen schwer. Hier haben wir ein paar Massageräume. Eigentlich sind hier zwei. Ganze Duschen von uns. Auch ganz nice, jeder seid ihr in einem Bereich. Schau, Taus, Klo. Waschbecken frisch machen fürs Training. Und dann
Lachen. Schön auch das hier, Bro. Ja, das ist echt ein Sehen. Hier. Und das ist ja jetzt hier die Facility. Ja. Wie sieht das in der Arena aus? Ist es da ähnlich aufgebaut wie hier? Ja, aber also wir haben da sogar Kälte- und Wärmebecken. Das gibt es sogar. Mhm. Aber wir haben keine Sauna, wie wir es hier haben. Keine Massage. Benches, Bank und was haben wir sonst dort noch, also Physioraum haben wir, Lagerraum auch, also sonst alles gleich, außer dass wir halt keine Trainingshalle haben, richtig, ne? Ich verstehe. Aber ja, hier, deswegen trainieren wir immer hier, Auerbach Center, hier haben sie echt alles, haben sie vor kurzem erst gebaut, vor 4-5 Jahren habe ich gehört, New Balance gehört das Ganze. Ich wusste auch nicht, dass New Balance, also es ist ja eine Schuhmarke, aber New Balance ist sehr, sehr krass in Immobilien. Also die kaufen alles auf und machen Projektentwicklung. Okay, stabil, wusste ich auch gar nicht. McDonald's genauso. McDonald's hat mehr Häuser, als sie Ketten haben. Das ist schon verrückt, weil die haben auf jeden Fall sehr, sehr krass, viele Ketten bestimmt. Ne? Das ist schon heftig, deswegen, das denkt man nie, aber... haben sie mir hier so ein bisschen erzählt, ne? Ja, das sieht man aber, dass du Fitness machst, ne? Ja, auch schon, ne? Hast du Kaugummi? Shit, what's the temperature? Hier ist kalt, ne? Ist kalt. Oh, ist kalt. Hier ist nice. Wie Whirlpool ist, glaube ich, 40 Grad. Hier bleibe ich. Circa 15 Minuten drin, Kältebecken auch 15 Minuten. Normalerweise mache ich 2 Minuten Kältebecken, 1 Minute warm, 2 Minuten Kältebecken, 1 Minute warm. Das mache ich abwechselnd 4-mal eigentlich. Aber heute Light Workout gewesen, deswegen 15. So, auf ruhig. Auf ruhig. So, jetzt bitte meine Privatsphäre, ich gehe jetzt duschen. Wenn ich fertig bin, dann sehen wir uns in der Kabine. Nice. Bis gleich, Bro. Bis gleich. Dennis, wie war die Dusche? Sehr, 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 sehr heiß. War heiß? Extrem. War aber entspannt. Jetzt eingecremt. Ein bisschen Drehung drauf machen. Wir machen natürlich keine Werbung für die, aber... dann nach Hause. Mich würde das echt mal interessieren, was sind das so für Produkte, die du nutzt, so Creme und so? Das interessiert dich? Ja, aber das riecht so ein bisschen... Dann machen wir auch nochmal ein extra... extra Video dazu? Extra Video dafür. Okay. Wir benutzen schon ein paar Sachen, auch aus Deutschland extra. Deswegen machen wir auch ein Video von. Nice, ich bin gespannt. Macht euch keine Sorgen. Pikachu. So. Steht bei dir heute noch irgendwas an? Morgen ist ja Game Day, hast du ja erzählt. Oder auf ruhig heute? Heute ist auf extrem ruhig. Extrem ruhig. Das heißt direkt Kleinigkeit essen, ab ins Bett. Köchin hat schon alles fertig gemacht. Dann wird gegessen. Mit Junior ein bisschen noch gechillt. Und dann? Heute einen Film gucken mit Fräuchen. Auf ruhig. Damit wir morgen wieder abliefern können. Ne? Macht Sinn. So, hier Lounge bereit. Das für die ganzen Front Office Leute. Tischtennis. Bin ich auch der Master drin. Hat mich bis jetzt noch keiner geschlagen. Jetzt kommen wir hier zur Küche. Küche ist auch, die ganzen Leute, die hier kochen, machen auch einen sehr, sehr geilen Job. Immer frisches Essen. Kannst ja die Menükarte mal zeigen. Kann man sich eigentlich alles aussuchen. Kannst du auch ordern, wenn du im Auto sitzt. Und die machen das dann innerhalb von 10 bis 15 Minuten fertig. Ja, wie sonst.
Hier sind eigentlich immer frische Gerichte, kannst du die eigentlich immer wegnehmen. Obst, Getränke. Nehme ich mir gleich mal einen mit, ne? Für zu Hause. Der Drink is crazy too. Was I normally don't drink lemonade no more, but sometimes it's fire. Strawberry lemonade. Bitte Wasser mit 11 Ringen. Wie viele Ringe hat er geholt? 11. So, jetzt soll ich mir noch ein Shake aus dem Kühlschrank. Schön. Gekühlt. Zack. Macht keine Werbung. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, kommentiert ganz fleißig, subscribed und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.